Wir haben hier den Kreis Schleswig-Flensburg und wir sind für den südlichen Bereich des Kreises zuständig. Also von Böglund bis nach Erfte und von Dreyer bis nach Fahrdorf versorgen wir eben insgesamt 5272 Schülerinnen und Schüler. Die haben nicht alle sonderpädagogischen Förderbedarf, aber die versorgen wir und können präventiv da mitversorgt werden. Das Förderzentrum Schleswig-Kropp ist eine Schule ohne Schüler. Die Sonderpädagogen des Förderzentrums machen sich jeden Morgen auf den Weg zu ihren Schülern. Wenke Schröder zum Beispiel arbeitet im Team der Dannewerk-Schule in Schleswig. Seit dem Schuljahr 2013/14 werden alle Schüler mit den Förderbedarfen Lernen, Sprache und emotional-soziale Entwicklung an den Regelschulen des Kreises inklusiv unterrichtet. Das hat was mit Heimat zu tun. Also vorher war die Heimat für diese Schüler natürlich das Förderzentrum. Jetzt ist das, wo sie wohnen, eigentlich eher ihre Heimat. Und sie werden jetzt wohnortnah beschult. Und eigentlich ist es so, dass jetzt die Bildung zu den Kindern kommt und nicht mehr die Kinder zu der Bildung. Tobias weiß ganz genau, dass Kasper immer und ewig bei Lea bleibt. Beim Vorlesewettbewerb der 6. Klassen beobachtet Wenke Schröder, wie sich die Schüler aus ihrer Klasse schlagen. Zwei Sieger werden heute ermittelt, ein Förderschüler und ein Regelschüler, die gemeinsam ihre Schule auf der nächsten Stufe des Wettbewerbs vertreten. Mach dich bereit. Wenn du dich also tatsächlich entschlossen hast, die geheimen Seiten zu öffnen. Eine Riesenausdauer bewiesen, ja. Hat immer weitergelesen, ne? Hätte auch noch weiter gemacht. Genau. Also der ist nicht nervös geworden und hat da viel. Die Unterstützung ihrer Schule durch die Sonderpädagogen des Förderzentrums spielt für das ganze Kollegium eine wichtige Rolle, sagt die Schulleiterin. Diese Kombination, auch im Lernen voneinander zwischen den Lehrkräften, was Methoden angeht, wie kann ich jedes einzelne Kind wertschätzen und wahrnehmen, das gelingt hier, glaube ich, in ganz besonderer Weise. Und deswegen ist es eine tolle Ressource, dass wir da so eine enge Kooperation haben. Und diese Kooperation der Verbundschulen mit dem Förderzentrum hat erreicht, dass immer mehr Schüler den sonderpädagogischen Förderbedarf aberkannt bekommen und einen Hauptschulabschluss erreichen. Die Tendenz ist seit Jahren steigend. Einmal für dich, Fabian. Danke. Ganz herzlichen Glückwunsch. Danke. Und ich freue mich, Emily, dass du unsere Schule bei dem nächsten Vorlesewettbewerb auf Kreisebene vertrittst. Herzlichen Glückwunsch. Von diesen binomischen Formeln gibt es 3 Stück. Die, die ihr hier seht, diese Darstellung, das ist die erste. Der Matheunterricht in der 8C beginnt mit einem Gedankenaustausch an der Tafel. Wenke Schröder und Regelschullehrerin Kerstin Günther unterrichten die Klasse gemeinsam. Meine Schüler, deine Schüler, das gibt es hier nicht. Die erleben uns als gleichberechtigte Partner. Die ziehen uns auch zu gleichen Teilen zu Rate. Also ich gehe genauso zu den Regelschülern wie Frau Günther zu den Schülern mit Förderbedarf. Und das ist für die Schüler normal. Man kann sich gegenseitig die Bälle zuspielen, man plant gemeinsam Unterricht. Ja, man erlebt viel, halt die Zeit viel intensiver und man plant viel ganz anders. Also wenn ich schon eine Stunde im Kopf habe, also eine Vorstellung, dann wird sie, wenn wir sie trotzdem nochmal zu zweit durchsprechen, doch nochmal anders. Genau. Sie wird aus einem anderen Hinterblick nochmal ganz anders betrachtet. Als das Förderzentrum Schleswig-Kropp 2006 beschloss, keine eigenen Schüler mehr aufzunehmen, waren alle Schulen im Kreis gezwungen, auch Schüler mit Förderbedarf aufzunehmen. Heute haben alle 26 Schulen von der Grundschule bis zum Gymnasium Kooperationsvereinbarungen mit dem Förderzentrum abgeschlossen, unter dem gemeinsamen Leitbild: Es ist normal, verschieden zu sein. Auf Regionalkonferenzen tauschen sich die Kollegien von Förderzentrum und Kooperationsschulen regelmäßig aus. Do you remember this? Inzwischen ist der Schulverbund eng verzahnt und ein großer Gewinn für Schulen, Lehrer, aber vor allem für die Förderschüler, die jetzt die Chance haben, in den Regelschulen den höchstmöglichen Bildungsabschluss zu erreichen. Ich beobachte, dass einige Schüler, also dadurch, dass sie bei anderen auch etwas sehen oder dass die anderen sie unterstützen und helfen, doch zu Lernergebnissen kommen, die ich so im ersten Augenblick von ihnen nicht erwartet hätte. Und das ist natürlich überaus erfreulich. Die Schüler brauchen das alle. Die sehr leistungsstark sind,
profitieren von den anderen Schülern, die nicht so stark sind, weil sie eben ihnen Dinge erklären, weil sie, es ist einfach ein ganz normales soziales Gefüge. Und ich finde, eine Klasse, die nicht so durchmischt ist, wirkt künstlich. Draußen im Leben ist es ja auch genau dasselbe. Es ist ja immer so, dass wir alle nebeneinander leben. Das Förderzentrum Schleswig-Kropp als Mittelpunkt eines großen Netzwerks begleitet Kinder und Jugendliche vom Kindergarten bis zur Berufsorientierung. Kindergartenkinder mit sprachlichen Auffälligkeiten werden in Sprachintensivkursen auf die Einschulung vorbereitet. Gibt ein Wasserrutsche. Da gibt es doch so einen Elefanten, oder? Ja. Grundschulkinder mit starken Lese-Lernschwächen lernen hier in 12-Wochen-Kursen außerhalb ihrer Schule grundlegende Lesetechniken und die Freude am Lesen. Ich habe sie im Internet gefunden, bin aber über die Preise gestolpert. Ihr könnt ja mal. In verschiedenen Arbeitskreisen entwickeln die Sonderpädagogen des Förderzentrums Lernmaterialien für individualisierten Unterricht und geben die Ergebnisse an die Verbundschulen weiter. Für das Fach Englisch zum Beispiel sichten sie viele verschiedene Englischbücher. Geeignetes Material ist noch selten. Ich glaube, weil der Bedarf einfach noch nicht so da war und der Druck muss sich vielleicht erstmal erhöhen, dass die Schulbuchverlage sich jetzt auf den Weg machen und dass sie auch sehen, okay, es lohnt sich auch für die vorhandenen Englischbücher Differenzierung rauszugeben. Es gibt einen Markt. Das Förderzentrum unterstützt auch Schulen, die Schüler mit Hochbegabung fördern möchten. Wir sind eigentlich darauf gestoßen, als ich persönlich auch gemerkt habe, es gibt Kinder, die zeigen, ich sag's mal, Verhaltensauffälligkeiten oder Lernschwierigkeiten. Aber die Ursache liegt nicht darin, dass sie eventuell eine Lernbehinderung haben, sondern es ist eine ganz andere Ursache. Und da war es die Ursache, dass sie zum Teil unterfordert waren aufgrund von einer höheren Begabung, die sie dann in der Schule nicht ausleben konnten. Und auf diesem Weg habe ich mich dann gemacht, um zu schauen, wie können wir auch diesen Kindern helfen. Hilfe dort geben, wo sie notwendig ist, das ist allen im Verbund ein Anliegen. Justine Sparleck macht ein schulbegleitendes Praktikum bei einem Friseur in der Innenstadt von Schleswig. Die 17-Jährige ist sogenannte Flex-Schülerin und hat ein Jahr mehr Zeit für ihren Hauptschulabschluss. Eine externe Coaching-Fachkraft und Sonderpädagogin Ilka Wegner vom Förderzentrum begleiten Justine bei ihrem Einstieg ins Berufsleben und ihren Traumberuf. Und ich denke, das passt auch einfach zu ihr. Ne? So, ja. Das ist einfach, sie kann schnacken, das ist echt schon gut. Es geht ja ganz oft so, dass eigentlich dann die Schwierigkeiten auftreten, wenn sie aus der Schule rauskommen. Und ich denke, die Flex-Schüler sind gut vorbereitet auf das, was auf sie zukommt. So, die wissen, was passiert. So. Es gibt immer so schwierige Phasen, wo man denkt, man kommt jetzt nicht weiter, aber dann kommt irgendwann so der Knoten und der platzt und das ist eigentlich der Moment, auf den wir immer warten. So. Ich finde das gut. Das zeigt auch, dass sie halt auch wirklich Interesse daran haben, dass aus uns mal was wird. Jetzt weiß ich auch, was ich machen möchte und was mir Spaß macht und ich habe jetzt halt auch Chancen auf dem Ausbildungsplatz. Das ist leichter als normal so Schule und dann, jetzt musst du machen. Bugenhagen-Schule Schleswig, 4. Klasse, Mathematikunterricht. Lehrprobe mit Referendarin Katharina Traum. Denn heute sollst du besonders darauf achten, ganz konzentriert an deinem Ziel zu arbeiten. Das Förderzentrum ist in Schleswig-Holstein auch zuständig für die Ausbildung von Sonderpädagogen. Für mich ist das genau die Arbeit, wie ich sie mir vorgestellt habe, gewünscht habe. Denn die Kinder lernen gemeinsam, sie lernen voneinander, sie lernen miteinander. Und ich sehe, es gibt keine Stigmatisierung untereinander. Und ich glaube, das ist für mich ganz wichtig zu sehen. Ich würde mir wünschen, dass die Politik dort in die gleiche Richtung geht. Und durch die UN-Menschenrechtskonvention haben wir die Voraussetzung dafür. Das wäre mein größter Wunsch. Und dass viele, viele Lehrkräfte die Vielfalt als Bereicherung sehen.